Jo Leute, was geht ab? Ranger Motorsports ist wieder am Start. Zu meiner Rechten wieder Robert. Guten Tag. Wir wollen gar nicht lang schnacken. Wir machen direkt weiter mit dem Ansaugtrakt, würde ich mal sagen. Ja, genau. Heute verbauen wir hier den Stage 6 V-Force Membranblock bei Tassinari. Wurde mir auch von dir empfohlen, dass wir den einbauen. Genau, weil ich fahre den auch selber auf meinem Roller. Auch auf deinem Roller. Genau. Und genau, wir verbauen noch den Stage 6 Ansaugspacer. Mit natürlich passenden Ansaugschutzen. Den Vergaser verbauen wir auch, den 28er. Einen schönen PWK. 28er. Genau, PWK von Stage 6 auch. Ja, genau. Dazu haben wir aber noch eine Besonderheit, was du empfohlen hast. Genau, Ein Spacer, ne? wir haben noch einen kleinen Membranblock-Spacer. Der wird unter dem Membranblock gesetzt. Hat Genau. den Vorteil? Soweit ich das weiß, soll der dafür sorgen, dass der Boostport im Zylinder ein bisschen besser angeströmt wird. Und er erhöht auch das Kurbelwellenvolumen, was für ein, also das Kurbelgehäusevolumen, was für ein bisschen weniger Vorverdichtung sorgt und somit für mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, soweit ich das weiß. Dann werden wir das auch auf jeden Fall Genau. versuchen. Erschlagt mich in den Kommentaren, wenn ich das falsch erzählt habe. Macht das ruhig. So, als erstes fangen wir natürlich wieder an mit einer passenden Lichtung. Da mache ich auch wieder ein kleines bisschen Öl drauf. Richtiger Ölfetischist hier. Genau. Ich kann natürlich auch diese schöne Hanfdichtpaste, Ah wie aus dem ja. letzten Video, verwenden. Das geht natürlich auch. Könnte man, aber wir machen es jetzt so. Genau. Es gibt auch Spezialisten, die machen da überall Dichtpaste dran. Wirklich überall. Überall. An alles. Das sind dann die Dichtpaste-Fetischisten. Aber das kriegst du ja nie wieder ab. Ja, und dein ganzer Motorblock ist voll geschmiert. Ja. Das ist immer eine richtige große Sauerei. Aber die müssen dann auch wirklich Angst haben, dass es undicht ist. Na, wenn die es wirklich schon damit dann einschmieren, das ist schon Die haben einfach extrem. Angst. Ja. Wo ich den aufgemacht habe, ich dachte, das ist, da fehlt noch was, weil das ist so simpel. Lilo guckt währenddessen auch zu. Der ist schon ganz gespannt. Ja. Feuer und Flamme. Der ist nämlich ganz wild, der will nämlich auch raus. Falls sich einer fragt, was ich hier gerade mit dem Schraubendreher mache, ich zentriere die Dichtung und den Membranblock, dass wir da gleich die Schrauben durchstecken können. Weil ihr wisst wahrscheinlich, wenn man Schrauben da durchsteckt, wuselst du ewig dran rum und das Ja. versuche ich einfach gerade zu umgehen. Das ist sogar eine Schelle mit dabei. Wusste ich gar nicht. Jetzt sieht das so aus. Aha. Der ist festgeschraubt. Mensch, wer schraubt den dann fest? Warum ist das nicht eingeschweißt? Wie die Dichtung oder was? Was hast du jetzt gesagt? Oh. Also die Schrauben sind auf jeden Fall zu kurz. So, nun kommt der hier wieder hoch. Ansaugstutzen. Haben wir wieder vier Schrauben für. Und da endlich habe ich sonst nie gehabt diese Hülse, ne? Dieses abgeknickte. Ja. Achso, du wolltest in die Kamera. Hast du sonst nie gehabt bei anderen Vergasern? Da geht es nur nach oben. Das ging mir immer Das ziemlich auf den Sender, weil du sonst ja halt nur, man kann ja sonst nur nach oben beim Vergaser. Und jetzt hast mit dem hier könntest du halt knicken, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht, wie wir es nachher machen wollen. Das müssen wir dann. packen hier.
mal so fest. Ich denke ja immer, dass das vom Winkel her viel zu heftig ist, ne? Aber ja, das läuft, ne? Wollen wir den nachher mal mit dem Schlauch überbrücken? Oder? Ja, oder kannst du auch Optik. Oder vielleicht hast du ja noch irgendwo so Kappen, die du darauf stecken kannst. Ja. Warum haben wir so viele kurze Stücke hier? Hier kannst du ja auch einfach die Kappe hier vom Unterdruck kannst du abzübbeln und darauf stecken. Da unten muss auf, der muss auf jeden Fall. Ja, Unterdruck muss ja drauf bleiben. Ja, den Unterdruck brauchst du. Wenn wir den jetzt hier abziehen würden, würden wir Falschluft kriegen, oder nicht? Wenn der die ganze Zeit abbleiben würde, ja. Ja. Dann sorgt er sich da Falschluft. Genau. Und dann dreht er auch höher und lässt sich halt nicht abstimmen wirklich, dann ist es halt doof. Ja. So, damit wäre der Vergaser eigentlich fertig. Ansaugbereich ist fertig, Vergaser ist drauf. Genau. Hauptdüse haben wir schon alles ein bisschen angepasst, wie Robert das so für gut empfunden hat. Finde ich auch eigentlich, dass wir erstmal ein bisschen fetter anfangen und uns dann ja immer noch rantasten können. Genau, das macht man auch in der Regel so, dass du halt ein bisschen zu fett anfängst und dann halt in dem Moment, wenn du dann halt am Abstimmen bist, immer weiter ins Magere gehst. Ja. Den Luftfilter lassen wir jetzt erstmal ab, weil der stört gleich beim Drehen vom Motor, wenn wir die Zündung einbauen und die Variomatik. Und da würde ich sagen, damit das nicht so lang wird, ist das mit diesem Video auch schon wieder geschehen. Und im nächsten Video seht ihr dann, wie wir die Zündung einbauen. Genau. Ja. Danke fürs Zuschauen und lasst ein bisschen Liebe da. Auch beim Robert. Okay. Bis dann. Bis dann.